Heilung der Welt durch Bewusstseinsentwicklung für Indien. Neues Zeitalter, Umwandlung des Buddhismus und Hinduismus. Reisebericht. Heilende Titelbilder. Schon mit den Titelbildern möchte ich euch gerne unterstützen, denn Zeremonien, Rituale, energetische Heilungssiegel und spirituelle Symbolik stehen in direktem Zusammenhang mit dem Bewusstsein. So drücken sie den individuellen ebenso wie den kollektiven Bewusstseinszustand aus und wirken zugleich auch umgekehrt auf ihn ein. Speziell heilend sind Zeremonien, Rituale, energetische Heilungssiegel und spirituelle Symbolik, wenn sie als von göttlich zu irdisch gestaltete Ausdrucksformen angewendet werden. Dazu werden heilende Inhalte als subtile Informationen über energetische Impulse in irdische Bilder und Handlungen umgesetzt. Damit sind diese Zeremonien, Rituale und so weiter eine irdische Gestaltung des Göttlichen nach universeller Gesetzmäßigkeit, wie sie auch für die gesamte irdische Lebensgestaltung als Existenzgültigkeit hat. Deswegen haben Zeremonien, Rituale, energetische Heilungssiegel und spirituelle Symbolik eine besonders starke Wirkung. Diese Wirkungsweise habe ich dahingehend für euch genutzt, dass euch die Titelbilder meines Buches intuitiv die grundlegenden Aussagen des Inhalts vermitteln. Das Coverbild ist eine symbolische Gestaltung der Weltenheilung und das Bild auf der ersten Seite symbolisiert die Umwandlung des Buddhismus. Der Hinduismus ist vor allem inhaltlich anzupassen, so dass ich ihm weniger Raum in den Titelbildern gegeben habe. Allerdings entspricht die Symbolik der Titelbilder als solches dem Hinduismus, welcher insbesondere auf Zeremonien und Ritualen beruht. Für die bildhafte Darstellung der Umwandlung des Buddhismus knüpfte ich an eine Figur von Buddha aus dem Mahabodhi-Tempel in Bodh Gaya, Indien, an. Der Erzählung nach schützte eine Schlange den Buddha während seines Meditierens vor Regen. Symbolisch bringt diese Geschichte zum Ausdruck, dass Buddha aus seinem irdischen Bewusstseinsanteil heraus durch Meditation den göttlichen Bewusstseinsanteil Erleuchtung suchte, während zugleich die heilende weibliche Spiritualität verhindert wurde. Die für Heilung stehende Schlange erfüllte ihre positive Funktion nicht, sondern trennte Buddha von dem weiblichen Element des Wassers und blockierte dadurch die reinigende Wirkung des göttlichen Regens. Symbolisch wird also mit dieser Buddha-Figur die Trennung von göttlich zu irdisch ausgedrückt und eine Blockade des heilenden weiblichen spirituellen Systems idealisiert. Diese göttlich-irdisch trennende Blockade ist gleichermaßen kennzeichnend für den Buddhismus wie für das gesamte Bewusstseinsniveau des alten Zeitalters. Teil 1. Spirituelles Indien. Altes und neues Zeitalter. Indien galt bisher vielen Menschen als spirituelle Führung der Welt. Indische Weisheitslehren wurden vom Westen übernommen, indische Gurus wurden aufgesucht und indische Tradition galt als Qualitätsmerkmal. Deshalb wurde ich vom Universum dahingehend geführt, mit der Spiritualität des neuen Zeitalters speziell bei Indien anzusetzen, um die Welt zu heilen. In diesem ersten Teil werde ich aus der Sichtweise des neuen Zeitalters heraus zu den Themen Stellung beziehen, welche der Westen gerne mit Indien in Zusammenhang bringt.
Dabei gehe ich insbesondere auch auf die Erfahrungsberichte spiritueller Menschen ein. Anschließend, im zweiten Teil, werde ich euch meine persönliche Indienreise beschreiben. Sie diente zugleich der Entwicklung Indiens sowie der Umwandlung des Buddhismus und des Hinduismus und damit der Weltenheilung. Diese Weltenheilung erfolgte, speziell auch mit Zeremonien und Ritualen durchgeführt, über die verschiedenen Bewusstseinsschichten von göttlich zu irdisch. Daher gehe ich mit meinem Erfahrungsbericht auch auf irdisches, insbesondere gängige Klischees über Indien ein. Auf allen Bewusstseinsebenen ersetzte ich die Wahrnehmung des alten Zeitalters durch die Sichtweise des neuen Zeitalters. Spirituelle Suche. Indien gilt als ein Land der Gurus, von denen einige auch im Westen bekannt sind. Die Bewunderung für indische Gurus ist so groß, dass manche Menschen extra zu ihnen reisen, um jahrelang von ihnen zu lernen. Auf einen entsprechenden Erfahrungsbericht möchte ich gerne näher eingehen. Er handelt von der spirituellen Suche nach Erleuchtung. Dazu lebte die gebürtige deutsche Autorin seit mehr als 25 Jahren in Indien. Sie begegnete verschiedenen Gurus, verbrachte 7 Jahre im Ashram von Sai Baba und war 5 Jahre bei Guruji. Die Autorin beschreibt ihre ernsthafte, sich immer wieder vertrauensvoll auf Lehrerinnen und Lehrer einlassende spirituelle Suche. Umso trauriger ist es zu lesen, wie sie spirituell in die Irre geführt wurde. Sie schreibt: Mir kam mein Leben plötzlich so verfuscht vor. Ich war inzwischen Anfang 40 und hatte es weder in Bezug auf die Erfolgsskala in der Welt zu etwas gebracht, noch in Bezug auf die Erkenntnis der Wahrheit. Ich hatte weder die Liebe und Geborgenheit einer Familie, noch die Liebe und Geborgenheit in Gott gefunden. Ich fühlte mich plötzlich sehr allein. Jeder um mich herum schien irgendwo dazuzugehören. Bei Sai Baba lebte die Autorin in einem Ashram mit tausenden weiteren Anhängerinnen und Anhängern. Während dieser Zeit sprach sie in 7 Jahren nur 5-mal einige Minuten mit ihm. Ansonsten erzählt die Autorin, dass Sai Baba seine Anhängerinnen und Anhänger zum Dienst am Nächsten inspirierte, Weisheitslehren verbreitete und täglich religiöse Lieder gesungen wurden. Welchen Wert hatte diese Zeit mit Sai Baba für den spirituellen Weg der Autorin? Inhaltlich hat er sie nicht vorangebracht, denn die Weisheitslehren hätte sie auch in entsprechenden Büchern nachlesen können. Der von ihr beschriebene Tagesablauf im Ashram diente der Gemeinschaft, nicht aber spiritueller Entwicklung. Trotzdem hatte ihr Aufenthalt bei Sai Baba einen positiven spirituellen Wert, nämlich den Impuls ihrer Suche aus dem weiblichen spirituellen System heraus fest in ihrem Bewusstsein zu verankern. Die Autorin hat vertrauensvoll an Sai Baba als göttlich geglaubt und damit bis in die irdische Durchführung ihrer Lebensgestaltung hinein ihr Bewusstsein für das Göttliche geöffnet. Wie wenig hingegen von Sai Baba selber als Guru zu halten war, könnt ihr auf meiner Website nachlesen. Da habe ich dann einen entsprechenden Link für euch. Darüber hinaus möchte ich noch auf den weiteren Punkt der Symbolik eingehen. Sai Baba war insbesondere für seine angeblichen Materialisationen von heiliger Asche, Vibhuti, bekannt. Asche als gereinigter Rückstand nach dem Abbrennen eines Feuers hat symbolische Bedeutung. So gilt Asche schon seit ältesten Zeiten bei verschiedensten Völkern und in vielen Kulturen als Symbol der Wandlung. Sie veranschaulicht einen inneren Veränderungsprozess, bei dem alte Strukturen zerstört wurden.
Asche symbolisiert also die Zerstörung überholter Strukturen und gehört damit zum männlichen spirituellen System. Daher macht es Sinn, heilige Asche innerhalb des männlichen spirituellen Systems symbolisch einzusetzen. Das weibliche spirituelle System hingegen möchte heilen und ist lebensspendend. Dementsprechend sind zerstörerische Symbole wie Feuer und Asche im weiblichen spirituellen System angewendet falsch. Stattdessen gehören Sinnbilder wie beispielsweise reinigendes Wasser zum weiblichen spirituellen System. Als Beispiel für eine ausgesprochen bewusstseinsschädliche, falsche Anwendung der Feuerasche-Symbolik kann das Märchen Hänsel und Gretel dienen, in welchem die Hexe zu Asche verbrannt wird. Das ohnehin schon verletzte Weibliche, nur verletzte Weiblichkeit ist böse, in Form der Hexe wird statt geheilt nunmehr endgültig vernichtet, das heißt verdrängt. Diese Märchenbotschaft ist sehr schädlich, denn bei der Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung sind verletzte Persönlichkeitsanteile immer zu heilen. Deswegen habe ich Hänsel und Gretel zu Gretel und Hänsel überarbeitet. Als Gretel und Hänsel unterstützt das Märchen das höhere Bewusstseinsniveau des neuen Zeitalters. In Gretel und Hänsel wird die Hexe nicht mehr verbrannt, sondern wird das Weibliche durch Wasser geheilt. Über den folgenden Link kommt ihr zu dem Märchen Gretel und Hänsel. Der Nachsai Baba, nächste Guru der Autorin, Guruji, hatte etwa 50 Schülerinnen und Schüler, nahm sich persönliche Zeit für die Autorin und vermittelte ihr spirituelle Techniken. Er erklärte ihr, ein Guru kann dich nur bis dahin führen, wo er selbst steht. Genau diese Aussage von Guruji war das Problem mit ihm selber. Guruji teilte nach den Erzählungen der Autorin offenbar die verbreitete falsche spirituelle Einstellung, dass das Ego angegriffen, verletzt und geschlagen werden müsste, um Erleuchtung zu erfahren. Das Ego besteht aus einer inneren Familie mit innerem Kind, innerer Frau, innerem Mann, karmischen Anteilen und dem Körper. Mit jedem Angriff auf das Ego wird die eigene innere Familie, der irdische Bewusstseinsanteil des vollständigen transzendenten Menschen, verletzt. Auf dem spirituellen Weg geht es jedoch ganz im Gegenteil genau darum, die innere Familie zu heilen. Als die Autorin einmal versuchte, für ihr Ego einzutreten, erreichte sie stattdessen eine Verschlechterung des Umgangs mit ihrer inneren Familie. Guruji forderte, du musst bereit sein, alles, absolut alles, was der Guru von dir verlangt, zu tun. So eine Aussage hat nichts mit unterschiedlichem östlichen und westlichen Verständnis zu tun, sondern ist schlichtweg falsch. Eine derartige Selbstaufgabe behindert die spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und bereitet stattdessen einen Nährboden für Machtmissbrauch durch Gurus. Niemand muss auf dem spirituellen Weg seinen gesunden Menschenverstand und seine kritische Eigenverantwortlichkeit aufgeben. Es sollte lediglich darauf geachtet werden, dass nicht eine überkritische Sichtweise zu unbemerkter Abwehr gegen spirituelle Entwicklung wird. Mit seinem verletzenden Verhalten gegenüber dem Ego und damit gegenüber der inneren Familie hat Guruji der Autorin geschadet. Die Autorin wird ihre innere Familie dadurch noch ein wenig mehr auf dem vollständigen spirituellen Weg heilen müssen. Allerdings hat Guruji der Autorin nicht absichtlich geschadet, sondern aus dem allgemeinen indischen spirituellen Verständnis heraus gehandelt. Wenn die Autorin schreibt, Indien ist immer noch der spirituelle Lehrer der Welt, so kann diese Aussage mit dem neuen Zeitalter als veraltet gelten.
Indien lehrt das niedrige Bewusstseinsniveau des alten Zeitalters. Das höhere Bewusstseinsniveau des neuen Zeitalters verbreitet sich von Berlin aus nach Indien und weltweit. Nicht das Ego und das Irdische sind aufzugeben, sondern das Göttliche ist aus der göttlich-irdischen Verbindung heraus durch das Ego hindurch im Irdischen zu gestalten. Spirituelle Suche bedeutet nicht die Vernichtung des Egos, diese Lehre des alten Zeitalters ist falsch, sondern die Verbindung des Egos mit dem Göttlichen durch Heilung des Weiblichen. In diese neue Richtung zu gehen, ist der erste wichtige Schritt auf dem vollständigen spirituellen Weg. Das Universum begleitet durch mich die Menschheit liebevoll zur am Zielerleuchtung. Patna, heile deine innere Frau. In der Nacht bekam ich die zusätzliche Information, dass ich die Botschaft der inneren Frau-Bedeutung für die spirituelle Entwicklung nicht nur rein energetisch, sondern parallel dazu auch konkret vor Ort den Menschen verkünden sollte. In welcher Form? Das würde sich ergeben. Als erstes fuhren wir zum Gaya-Berg. Auf diesem soll Buddha das berühmte Lotus-Sutra gelehrt haben. Für viele japanische Buddhistinnen und Buddhisten ist das Lotus-Sutra die Essenz des Buddhismus. Insofern passte es, an diesem Tag das Lotus-Sutra durch die Essenz der Amzielerleuchtung zu ersetzen. Es führt eine Seilbahn auf den Gaya-Berg, und auf dem Gipfel steht ein großer weißer Friedensstupa. Diesen besichtigte ich gemeinsam mit einer familiären kleinen Reisegruppe, die ich dort kennenlernte. Lustig waren die Affen, die ihren Schabernack trieben. Da sie alles klauten, was möglich war, verstaute ich meine Kameras vorsichtshalber, als ich direkt an ihnen vorbeiging. Vor allem hatten sie es aber auf Nahrungsmittel abgesehen, und auf diese Art und Weise wurden Personen vor mir ihre Tüten mit Süßigkeiten los. Zunächst überrascht, ertrugen diese dann den Verlust mit Humor und wir schmunzelten alle gemeinsam. Anschließend brachte mich mein Fahrer zu den heißen Quellen ganz in der Nähe. Auf dem Weg zu diesen bekam ich den universellen Hinweis, die Liebesheilung des weiblichen spirituellen Systems ins Karmische hinein zu gestalten. Das heißt, ich sollte mich aus meiner inneren Fraufreude heraus speziell mit der Strukturebene verbinden. Wie sich dadurch meine energetische Ausstrahlung veränderte, zeigte sich an den Reaktionen der Menschen. Ältere Seelen mit kräftigeren irdischen Persönlichkeitsstrukturen fühlten sich von mir angezogen, während ich für zartere Persönlichkeitsstrukturen zu heftig wurde. Beispielsweise wagte sich ein etwa 9-jähriger Junge nicht in meine Nähe, als der strukturmäßig kräftige Vater ein Foto von uns machen wollte. Ein erwachsener Mann wiederum mit zarter Persönlichkeitsstruktur traute sich zwar, nach einem Foto mit mir zu fragen, reagierte dabei jedoch so aufgewühlt, dass er fahrig mit seinem Smartphone nicht mehr zurechtkam. In den heißen Quellen soll schon Buddha gebadet haben. Dementsprechend wird ihr Wasser als heilig angesehen. Vor Ort befanden sich buddhistische Mönche ebenso wie kleine Tempel mit hinduistischen Gottheiten. Menschen reinigten sich mit dem Wasser und Frauen breiteten ihre Saris zum Trocknen in der Sonne aus. Ein Mönch mit kräftigeren Persönlichkeitsstrukturen sprach mich an, um mir zu zeigen, von wo aus ich die heißen Quellen mit den Badenden sehen konnte. Eine Führung lasse ich mir üblicherweise nicht aufschwatzen, aber diesmal ergab es sich ganz natürlich, ihm die wenigen Stufen hinauf bis zu einem Überblick zu folgen. Dort begann er ganz selbstverständlich,
mir heiliges Wasser auf meine Hand zu gießen. Fließend ging er dazu über, eine kleine Zeremonie mit mir durchzuführen. Diese gab mir Gelegenheit, einzuhaken und die Situation umzukehren. Ich stellte mich ihm als Final Buddha Eileen of the New Age Enlightenment vor. Dann erzählte ich ihm die neue Lehre, seine innere Frau zu heilen und nach der göttlich-irdischen Verbindung zu streben. Es war ein Gespräch mit relativ wenigen, ruhigen Informationen meinerseits, während er sich in einer Mischung aus Zeremonie durchführen, Irritation und Zuhören befand. Zugleich bestand auf allen Bewusstseinsebenen eine sehr intensive Verbindung hoher Intensität zwischen uns. Mich mit Wasser und Daumen auf meiner Stirn zu segnen, lehnte ich ab und bot ihm stattdessen umgekehrt per Geste diese Segnung an. Davor wich er zurück. Ich gab ihm meinen Zettel mit meinen Internetadressen, bevor er verunsichert ging. Wenig später allerdings kam er zurück und lehnte sich in einem Abstand von etwa einem Meter vor mir über die Brüstung, um auf die Quellen zu schauen. Er blieb in dieser Position mit dem Rücken zu mir. Energetisch konnte ich wahrnehmen, dass er den Kontakt zu mir suchte und sprach ihn freundlich an, ob er noch irgendwelche Fragen hätte. Ich würde sie ihm gerne beantworten. Der Mönch wusste überhaupt nicht, wie er reagieren sollte, so dass ich einfach noch einmal meine Hauptbotschaft, die innere Frau zu heilen, wiederholte. Ich spürte, wie aufgewühlt er inzwischen innerlich war, so dass er mich nicht mehr aushielt und ging. Es war ein durchweg sehr intensiver, tief verbundener Kontakt gewesen, der auf allen Bewusstseinsebenen gleichzeitig stattfand, unsere spirituellen Positionen umkehrte und mich meine Lehre, den Buddhismus, verkünden ließ. Die neue spirituelle Information, heile deine innere Frau, war damit vom Göttlichen ausgehend im Irdischen angekommen. Anschließend besichtigte ich schöne buddhistische Tempel und Nalanda. Nalanda war früher eine große buddhistische Klosteruniversität gewesen, bevor sie von Muslimen zerstört wurde. Berühmte Gelehrte und Yogis hatten diese Städte besucht, dort studiert und meditiert. Heute ist Nalanda eine Ruine. Die tibetische buddhistische Kultur hat unter den Chinesen gelitten, die Gelehrsamkeit von Nalanda unter den Muslimen. Und der aktuelle 14. Dalai Lama erwägt aus politischen Gründen, der letzte Dalai Lama zu sein. Es war kollektiv schon alles vorbereitet für den Wandel des Buddhismus, den ich jetzt lediglich beendete. Auf der weiteren Strecke nach Patna kamen wir an einem Tiermarkt vorbei.